Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Und ich habe mir mal überlegt, wir werden, weil ich habe nämlich vor, in nur einer Folge, jetzt werden vielleicht bestimmt viele sagen, nee, ich will nicht, in einer Folge habe ich nämlich vor, das alles hier einzunehmen. Sprich, es wird so eine Speed-Folge, das heißt, die Folge wird viel immer so schnell laufen wie eigentlich. Weil, ganz ehrlich, wenn ich wirklich jedes zeige, wie wir das alles hier, das werde ich jetzt nicht machen, ne, nur als Info. Aber wenn wir das alles hier im Laufe der Zeit irgendwann noch spielen, wir sind jetzt schon bei 20 Folgen, wie lange soll das ganze LP werden, ja? Weil wir halt noch hier diese ganzen Ausrufezeichen und so weiter, das werden wir auch alles noch machen, die ganzen Sachen finden. Das würde das Let's Play einfach nur noch sprengen. Und da wir hier noch sehr viele Außenposten und so noch zu erledigen haben, mache ich das jetzt folgender. Ich werde mich ausrüsten. Das werdet ihr, das mache ich diese Folge. Werde ich mich ausrüsten. Mit hier Beuterucksätzen, Spritzentaschen und so. Alles, was dazugehört. Munitionsbeutel, Wurfgeschoss, das werden wir uns alles holen. In den nächsten 2-3 Folgen und dann die Folge werden wir so Sachen halt dann machen, beziehungsweise die Folge wird dann so eine Speed-Folge. Mal sehen, ob ich die ganze Zeit, ob ich das einfach nur so aufnehme und dann meine Stimme im Hintergrund einfach reinschneide oder ob einfach die ganze Zeit Musik im Hintergrund laufen wird. Das wird sich zeigen. Alle Fälle erstmal halt. Wir haben ja noch Fähigkeitspunkte, ein paar Stück. 4 Stück schon wieder. Fuck, das geht schnell. Seilrutschen. Du kannst mit einer einhändigen Waffe schießen, während du eine Seilrutsche hinunterrutscht. Der Takedown von oben. Den wollte ich schon die ganze Zeit machen. Den ich hatte schon so oft die Dingens dazu. So, wir können länger sprinten. Tod von unten. Das hätte ich am Boot gebraucht. Ja, das hätte ich definitiv am Boot gebraucht. Granaten abkochen, das können wir schon. Was haben wir hier? Ketten-Takedown. Du kannst mehrere Takedowns hintereinander ausführen. Zehnfache XP pro Kill. Boah, Hammer. Drücke F in einem Schein, um einzuleiten. Bewege WASD, um den nächsten Gegner zu zielen. Geil. Was haben wir hier? Granaten abkochen. Haben wir doch schon. Gut, aber das bringt ja eigentlich nichts hier, weil der Gegner ja schon tot ist. So, Medizin, Jagd, Kampf, Erforschung. Später. Waffengurt haben wir schon, den besten, den es gibt. Ja, hoppla, hoppla, Brieftaschen. Oh, die Brieftasche, ja, die ist jetzt nicht so wichtig. Sage ich ganz ehrlich. Beuterucksäcke. Das beispielsweise robuster Beutenrucksack. Tapir fällt zweimal. Ich schreibe mir das mal auf. Haben wir einen Zettel hier? Ja. So, Rucksack. Zweimal Tapir. Spritzentaschen, robuste Spritzentasche, Hundefell 3. 3 Hunde für Spritze. Was haben wir denn hier? Munitionsbeutel, der wird definitiv auch größer. Büffelfell, Munition. Zweimal Büffel und auch ein Pfeilköcher, einen robusten Pfeilköcher, zweimal Tapir, das heißt wir brauchen viermal Tapir. So, das wird dann erstmal unser Tattoo. So, ich reise gleich mal nach Amanaki.
Beziehungsweise wir brauchen ja Tapir. Das müsste Tapir sein, ne? Schnellreise nach Amanaki. Ja. Hoffentlich haben wir doch dann irgendwann mal genug Geld, um uns neues Sturmgewehr. Hä? Um uns ein neues Sturmgewehr zu holen, weil die AK, die lässt, um echt zu sein, an Energie langsam nach. Hä? Ich kann nicht auf die Map zugreifen. Ich fürchte, Far Cry hat sich... Hä? Ich kann nicht auf die Map zugreifen. Hä, hallo? Komisch. Ich glaube, Far Cry hat sich gerade aufgehängt. Das Spiel läuft zwar noch, ich spiele ja gerade, aber ich kann irgendwie nicht mehr auf die Map zugreifen. Die ist wohl eben schon... Ich kann nicht auf die Map zugreifen. Toll. Na gut, holen wir noch uns viermal Tapir, dann fahre ich das Spiel mal neu hoch, beziehungsweise ich starte es neu mal. Weil das... Hallo? Ich kann auf Map drücken, solange ich will, da passiert gar nichts. Super. So, Tapir. Tapir. Shankai-Figur. Die waren meistens hier eigentlich hier so im Wald, ne? Ich kann nicht auf die Map zugreifen und ich kann auch nicht escape. Ich kann das Spiel gar nicht beenden. Scheiße. Seltsam, das hatte ich noch nie beim Spiel. Dass ich sag, irgendwie hat sich hinter dem Spiel die Map geöffnet. Und jetzt kann ich irgendwie nicht mehr auf die Map zugreifen, weil die anscheinend schon geöffnet ist. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Map überhaupt richtig bin. Toll. Ich muss mal ruhig sein. Vielleicht höre ich hier einen Tab hier. Da sind sie schon. Oh, das wäre ein Brüller gewesen, hätte ich das noch gekriegt. So funktioniert das Spiel einwandfrei. Außer M und Escape. Ach komm, renn nicht so weit weg. Dieses Tier will mich echt verarschen, oder? Tiger, ich bin weg. Ich geh mal zu dem. Hallo Einheimischer. Hey, hey. Deine Mutter riecht nach Fisch. Hi. Tag. Toll. Immerhin etwas. Da.
Wenn nicht so, dann so. So. Mal sehen, was uns jetzt als allererstes herstellen lässt. Die Spritze. Ne, den Rucksack. Sehr schön. Dingo-Fell viermal. Oh Gott, Dingos sind schwer zu jagen, das weiß ich. Und woher ich das weiß? Ich weiß es nicht. Dingos sind ja flink. Das heißt, das wird schwer sein, halt hier die zu jagen halt, ne? So. Nummer 3. Zack. Oh, in die Kehle, Alter. Hör doch auf. Eins noch. Kopfschuss. Schade, dass man fürs Jagen auch keine EP bekommt. Jetzt. So, jetzt den Pfeilköcher. Danke. So, Tapir kann ich schon mal streichen. Jetzt brauchen wir etwas mit 300 und ich muss jetzt, Moment mal. Ja, geht wieder. Super. Dann muss ich das Spiel gar nicht beenden. So, wir haben hier Leoparden, Leoparden, Leoparden. Wir brauchen Wauwaus. Da haben wir Wauwaus. 3 Stück. Ah. Dann muss ich das Spiel gar nicht beenden. Super. Freut mir. Wir haben uns gleich noch ein bisschen Munition mit. Ups. Cool, hat sich das Spiel wieder berappelt. Super. Jetzt hatte ich aber auch noch nie, dass sich die Map hinter das Spiel geklemmt hat. Das ist mir Rätsel, Alter. So. Da haben wir Wauwaus. Rennen wir mal dahin. Wie erledigen wir die eigentlich am besten? Das ist ein bisschen blöd. Zwischen dem Bambus. Gibt es ja auch Panda-Bären? Das wäre Hammer. Ich liebe Bambus. Oh, es sieht so geil aus. Ne, so ein Stein. Oh. Na, habt ihr was? Wildschweine erlegt. Oh. Oh, oh, je. Nja, pfui, pfui, pfui. Pfui. Boah, Bambus ist echt geil. Ich liebe Bambus. Wo schießen sie? Du kämpfst ohne Ehre. Ah, Hund. Und Piraten. Au. Ja, willst du meine Sniper zu spüren bekommen, oder was? Noch ein Hund. Ah! Und der dritte Hund. So, Hund kann ich streichen. Für die Spritzentasche. Für die Spitzentasche. Spritzentasche, Spitzentasche. Brennstoff mit Flammenwerfer? Hundefell 3. Nee, 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 nee. Ich wollte. Was wollte ich machen? Die Spritzentasche, oder? Ja, genau. So. Dann bräuchten wir noch 2 Büffel.
Für den Munitionsbeutel. Büffel. Wo haben wir Büffel? Büffel. Das mache ich auch noch in der Folge rein. Da haben wir einen Büffel. Oh geil, und noch Tiger nebendran. Richtig hinsetzen. Ah, Sperre rein. So, jetzt kann ich wieder weiterspielen. Weil mein Schuh hat so eine Sperre. Und das Blöde ist, wenn diese Sperre dann raus ist, kippt mein Stuhl immer so nach hinten. Ist zwar ganz angenehm, aber es fuckt einfach extrem ab. So, da vorne. Ich weiß gar nicht, wie viel Büffel? Zwei Büffel. Zwei brauchen wir. Zwei brauchen wir und zwei werden auch nur erlegt. Wollen wir der Natur nicht groß was wegnehmen? Toll. So, zwei Büffel, die sind immer auf der Straße rumgelaufen. Da hinten sind sie schon. Ne, es sind Steine. Gott, ich glaube, ich gehe mal zum Augenarzt. Was ist das? Büffel oder Stein? Das ist ein Stein. WTF. Das gibt's doch nicht. Alter, wie viele Schüsse! Das ist doch... Hallo? So, warte, ich warte erstmal, bis die stehen. Und wenn sie dann stehen, dann gebe ich dir mal einen Kopfschuss, dann müssen die doch hier... Die sterben nicht. Das gibt's nicht. Was ist das für eine Cheaterei? Also. Hallo? Was sind das für Tiere? Mistvieh. Also, wo war der zweite? Hier irgendwo. Oh, nice. Da. Nee. Hä? Komm schon. Der lag doch hier. Ah, tot. Also. Oh, das ist so ekelhaft. Robuster Beuterucksack, nehme ich. Munitionsbeutel. Tigerfell, zwei Stück für einen starken. Den Tiger haben wir hier auch in der Nähe. Weißt du was, den nehme ich auch gleich mit. Da. Das sind schon wieder drei Büffel. Und dann mache ich jetzt folgendes. Ich nehme das Auto und fahre den um. Ich leg mich doch nicht mit dem Tiger an, ich bin doch nicht bescheuert. Wenn wir mit dem Auto überhaupt einen kriegen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber... So, hier soll der Tiger sein.
Studie. Oh, Moment, ich muss kurz mal aufhören, meine Freundin ruft gerade an. Oder hat angerufen. Egal.